Okay, los. Jetzt gehen wir mal weiter. So, was ist das hier? Ah, da ist er. Nicht übel, Neuling. Danke. Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey! Was fange ich damit an? Okay, Neuling. Versuch deinen Phantomsprint. Oh, okay. Phantomsprint? Der Gegner kann nicht fallen, was zeitweilig nicht existiert. Nice. Okay, das sieht cool aus. Hatte ich vorher gar nichts auf B? Ich glaube nicht. Aber guckt euch das an. Ja, das habe ich jetzt gerade schon ausprobiert. Oh Gott, das war knapp. Oh oh. So gefällt mir das. Okay. Ich brauche ein Flottenraumschiff, um meinen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Jetzt ist nicht sicher. Bleib bei mir. Ich bin unterwegs. Oh nein, nein, nein! Tu's nicht! Ja, ich bin Profi in Jump'n'Runs, wie ihr merkt. Springen und Phantomspringen. Wieso konnte ich das eigentlich vorher nicht? Also ist das wirklich jetzt vom Phantomsprint her, dass ich das nutzen kann? Bin mir gar nicht ganz sicher. Um meinen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Hier ist es nicht sicher. Bleib bei mir. Eigentlich ist es recht easy alles, aber ich verkack's trotzdem. Purer Skill bei mir. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Lombaxe, du bist genauso stur wie sie. Warte, du kennst den anderen Lombax? Wo ist sie hin? Sargasso. Nach einer Mission geht sie immer dorthin. Sargasso. Aha. Machen wir einen Deal. Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns oben. Das Dach. Okay. Wie komme ich auf das Dach? Wie komme ich auf das Dach? Halte durch. Ja, ich würde sagen, erstmal hier rüber und dann einfach mal den Weg folgen, wa? Wirkte so, als hätte er mich wirklich nicht gesehen, als ich dieses Ding hier gemacht habe. Da scheine ich wirklich so ein bisschen unsichtbar zu sein. Und ups. Mit R kannst du dein aktives Ziel ansehen, mit Dingen suchst du die Karte auf. Ja, machen wir einfach mal an. Da sehen wir es auch schon. Da ist unser Ziel. Ja, guck mal. Ist auch recht geradlinig. Muss nur nach oben irgendwie. Moment. Was war das hier? Okay, das können wir vielleicht anschalten. Dazu müssen wir aber erstmal hier lang. Oh no. Gott. Das wollte ich nicht so machen. Ich glaube, das hat man gesehen, dass das nicht so geplant war. Ich habe vergessen, dass ich gedrückt halten muss. Bye-bye. Oh, hier ist so ein Ding. Nee, einmal das TNT weg. Er hat mich ein bisschen auch an Crash Bandicoot, ne? So dieses rote, diese roten Blöcke und dann das TNT da drin. Oder... wie war das? Nitro gab es irgendwie und TNT. Ich glaube, Nitro war aber das Grüne. Hab ich auch keine Ahnung mehr von. Moin. Es ist nett, dass du da bist. Oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Okay, das ist interessant. Wie schaffe ich das denn? Den Sprung, der ist ja super weit. So, nochmal bitte. Da kommt halt noch ein anderer an, aber der parkt halt nicht hier vorne, der parkt da hinten ja irgendwo.
Ah, da ist ein Ding zum Festhalten. Den habe ich letztes Mal nicht gesehen. Ja, da muss man erstmal ein Auge für haben. Okay, mit meinem Raritanium. Brauchst du Waffen oder Munition? Ich wette beides. Ah, hier. Ich dachte schon, so, das sind doch Bolts gewesen. Aber wir können Aufrüstung von Händlern halt irgendwie aufwerten, oder was? Kaufe Waffenausrüstung, Aufrüstungen, um dein Munitionslimit, dein Feuerrad und vieles mehr zu verbessern. Aufrüstung von Händlern. Drücke A, um die Tutorialwaffe auszuwählen und das Aufrüsten von Waffen zu erlernen. Ein Skillbaum oder was ist das? Ich glaube, ja, okay, ein Skillbaum ist vielleicht ein bisschen zu groß, ne? Aber es sieht so ein bisschen danach aus. Aufrüstung von Händlern. Benutze den linken Stick, um die Aufrüstung zu markieren, die mit dem Startpunkt verbunden sind. Achso. Ja, hier. Munitionslimit. Erhöht das Munitionslimit. Halte A gedrückt, um die Aufrüstung mit Raritanium zu kaufen. Das Raritanium geht aus Haus. Das ist nett. Nutze L, um die Goldzelle zu markieren. Goldzellenhaufen enthalten besondere Aufrüstungen. Kaufe alle Aufrüstungen, die mit einem Goldzellenhaufen verbunden sind, um sie freizuschalten. Oh, wird das noch größer? Vielleicht bei anderen Waffen? Kaufe jetzt alle Aufrüstungen, die mit der Goldzelle verbunden sind. Auch das kann ich mir alles jetzt kaufen hier. Das Munitionslimit. Munitionslimit. Das ist alles Munitionslimit. Und jetzt haben wir das in der Mitte. Maximale Reichweite. Schüsse fliegen länger. Geil. Das war's auch schon. Rüste eine deiner Waffen auf. Ah ja, sieht immer anders aus. Sieht man auch so Grid. So groß kann's sein. Gib etwas Raritanium aus, um deine eigene Waffen auf... Ich kann nicht lesen. Gib etwas Raritanium auf, um eine deiner eigenen Waffen aufzurüsten. Ja. Ich muss aber... Könntest du dich vielleicht verpissen? Dann könnte ich mir ein bisschen auch die Sachen angucken. So, hier haben wir den Vollstrecker, Schmetterbombe, Partypilz, Blasterpistole. Oh, guck mal, das ist richtig groß. Blasterpistole ist ja riesig. Das ist interessant. Aber heißt das, da muss ich jetzt nur diese drei kaufen, um das hier zu bekommen? Oder muss ich die beiden auch sozusagen freischalten? Also heißt das, muss ich komplett einmal rum. Keine Ahnung. Munitionslimit erhöht die Feuerrate im Schnellfeuermodus. Dass das die ganze Zeit da ist, das Fenster, ist ein bisschen übel. Das müsste von meiner Meinung nach nicht da sein. Ich werde das ja wohl machen. So, wir haben 15 Dinger. Wie viel kosten das immer? Einmal eins oder wie? Ich glaube schon. Also wir haben schon ein bisschen was zusammenbekommen. Aber was ist denn die Waffe, die ich am ehesten freischalten möchte? Was ist das denn? Der Gegner, den Mr. Partypilz angreift, konzentriert sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auf ihn. Ah, das ist cool. So ein Spot. Hier haben wir was. Schussrate ist erhöht. Schmetterbomben fliegen deutlich schneller durch die Luft. Das ist nicht schlecht. Munitionslimit und der Vollstrecker. Schüsse fliegen weiter. Erhöht die aufgenommene Munition aus Kisten um 1 und vergrößert den Wirkungsbereich. Das ist alles cool. Das gefällt mir echt alles. Aber hier haben wir kein gelbes Ding. Das ist ein bisschen schade. Dass mir da jetzt keinen Vorteil bringt. Was wäre das denn hier? Munitionskiste, da haben wir auch keins. Und hier erhöht aufgenommene Munition aus Kisten um 50. Kopftreffer verursachen Bonusschaden. Oh, das ist nicht gut. Dass ich irgendwie belohnt werde, wenn ich auf den Kopf ziele. Dann würde ich sagen... Kaufen wir das. Damit ist das Tutorial beendet. Besuche Mrs. Zirkins, um deine Waffen mit Raritanium aufzurüsten. Ja, okay. Was ist das denn hier? Schnellfeuerschüsse sind präziser. Ha? Ich versuche jetzt erstmal hier rumzukommen. Okay, das schaltet sich noch nicht frei. Ich muss wirklich alles machen. Mache ich aber. Und jetzt haben wir alles drei. Kopftrefferschaden verursachen mehr Bonusschaden. Perfekt. Und jetzt mehr Munition einsammeln. Wäre auch nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Dann ist der Blaster jetzt richtig krass. Genau. So, da haben wir jetzt erstmal genug gemacht, würde ich sagen. Den Rest geben wir dann woanders aus. Was ist bei Kauf denn noch? Negatronenbeschleuniger. Okay, der sieht krass aus. Hast du es nicht auch, wenn jemand vor dein Ziel latscht und deinen Schuss verblockiert? Diese Zeiten sind vorbei, denn mit dieser Waffe kannst du einen Strahl aufladen, der jeden durchdringt. Reichweite richtig krass, Durchdringung richtig krass, Kraft hart, aber Geschwindigkeit langsam. Hört sich aber cool an. Und Phantom
Schnitzsprinkler, was? Du wirst nicht glauben, was dieses Gerät kann. Bald erhältlich. Aha, lol. Wie cool. Bald erhältlich finde ich auch geil. Vorschau können wir uns aber davon mal angucken. Nice, das klingt gut. Aber dafür haben wir doch zu wenig Geld. Wir füllen aber mal eben auf. Davon habe ich noch eine Menge mehr. Danke für die Hilfe, Geheimagentin Surkon. Glück da oben. Ja, hier sollen wir weiter. Hallo, ich müsste den Fahrstuhl mal kurz benutzen. Dankeschön. Und tschüss. Du hast es also geschafft. Beeindruckend. Hey, du kannst mich sehen? Wo bist du? Ist mein Raumschiff fertig? Das wird schon, keine Sorge. Du musst mir nur noch bei einer letzten Bedrohung helfen. Das Nefarious Spa. Wenn du die Soldaten ablenkst, hacke ich Nefarious Propaganda-Luftschiff und schicke der Stadt eine Botschaft, die sie nicht vergisst. Sieht einfach aus. Ach du Scheiße. Darf ich da rein? Nein. Alles klar, ich muss das ausprobieren. Aber es sah schon tödlich aus. Okay. So, beschütze das Phantom. Da kommen wir einfach rüber. Interessant, dass es hier einfach so ein Portal mal gibt. Bisschen random. Oh, da sind Gegner. Ich würde aber ganz gerne Verstecker hier einsetzen gegen die Typen. Verreck! Laserman. Ah, okay, deswegen können wir auch ausweichen jetzt. Ist natürlich geil. Okay, da brauche ich doch die Blasterpistole. So, versuchen wir mal auf den Kopf zu zielen. Nee, schaffen wir nicht. Aber das Ding besteht doch nur aus Kopf. Das müsste doch durchgehend Headshots sein. Aber die sind eh so weak. Stufenaufstieg, Klassenpistole Stufe 4. Was auch immer das heißt. Vielleicht wird das Grid dann größer. Das fände ich ganz cool. Jetzt deswegen auch das Grid so groß bei der Waffe. Das kann echt gut sein. Okay, das ist weit weg. Ja, ich habe auch langsam genug von denen. Ich müsste ein bisschen näher, sonst zielen recht schwer. Wenn ich irgendwann ein Snipergewehr oder sowas habe, dann ist cool. Da freue ich mich drauf. Sniper ganz gerne, obwohl... Okay, ich hatte keine Energie mehr. Obwohl, ich weiß noch nicht, wie das mit Controller läuft. Dann vielleicht doch nicht mehr. Ist der Kampf nochmal resettet? Ich glaube schon. Ich finde es gut. Der Schwierigkeitsgrad gefällt mir. Ich sterbe hier und da mal. Und das ist, das macht schon Spaß dann. Aber das fühlt sich noch nicht so heftig an. Ich glaube, ich hätte sogar auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen können. So wirkt es zumindest. Aber ich weiß noch nicht, wie sich das Spiel so verhält später. Aber momentan würde ich sagen, die Gegner haben gute Energieleisten. Fühlt sich nicht zu langwierig an, wenn ich auf die Dorf baller. Das fühlt sich cool an. Ich habe keine Munition mehr. Leveln wir das Ding hier mal ein bisschen. Bleiben die Level eigentlich erhalten, nachdem ich gestorben bin? Ich gehe davon aus. Sicher bin ich mir aber nicht. Ey, verpiss dich. Oh oh, jetzt fängt die Scheiße an. Deswegen bin ich letztes Mal gestorben. Fangen wir mal an mit so einem Party-Builds. Den hier oben ein bisschen rauf zu packen. Ja, und jetzt wieder Vollstrecker. Genau, Partypilz lenkt die ein bisschen ab.
und macht ja auch natürlich ein bisschen Schaden. Aber ich habe keine Munition mehr mit der Bombe. Ah, da oben ist noch einer. Der geht jetzt runter. Ey, mir gehen die Munition aus. Das ist nicht gut. Stufenaufstieg. Wo ist der letzte? Hier. Ey, das war noch nicht der letzte. Hier gibt's noch ein Kleinviech. Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Kommen die alle her? Ich glaube, ihr habt noch den Überblick. Ich habe ihn nicht. Ich glaube einfach in jede Richtung. Bisschen hier einsammeln, ne? Ich bin hier so ein Staubsauger. Endlich! Nefarius Tunk, ich komme! Wow! Woher weißt du, wie man... Ich hab wohl einen Nerv getroffen. Okay, Deal ist Deal. Das ist Glitch. Sie hilft dir, ins private Turmshuttle des Imperators zu gelangen. Die Zugangskonsole ist in dieser Nefario-Statue im Stadtzentrum. Du schließt sie an, sie erledigt den Rest. Was hast du vor? Diese verkommene Welt niederreißen. Und zwar von innen. Bleib stark, Bruder! Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazar kommen? Und ich sehe da was. Eine fette Line, die wir upgrinden können. Aber ich wollte eigentlich noch was einsammeln oder wurde ich einfach unterbrochen? Und da gehen wir noch kurz hin. Nämlich das hier. Munition, Leben. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles gebrauchen kann. Und hier sind auch noch ein paar Bolts. Lieber alles mitnehmen. Da hinten gibt es auch noch ein bisschen was. Damit wir auch uns alle Sachen kaufen können, ne? Immer wichtig. So, Leben brauchen wir anscheinend gar nicht mehr auffüllen. Ich glaube, so nach einem Kampf wird mein ganzes Leben wieder einfach wieder aufgefüllt. Obwohl, nee, ist auch kein Fall so. Was ist das denn hier? Ah, oh, ich wäre da einfach runtergesprungen, ganz ehrlich. Wäre ich einfach wieder gestorben, nice. Und let's go. Okay, jetzt muss ich nur noch... ist das schnell. Alter, sieht das geil aus. Auf Sargasso finden. Bin unterwegs, Kumpel. Halte noch ein bisschen durch. Ja, Mann. Alright, so. Wieder back in business. So, da können wir jetzt hin. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo wir hin sollen. Ja, ganz genau. Mal ganz kurz auf der Karte gucken. Wir hatten jetzt hier noch ein paar Dinger, die ich ewig nicht eingesammelt habe. Da oben. Lass uns das mal eben machen. Dafür können wir nämlich Upgrades kaufen und die will ich haben. Das heißt, so ein bisschen jetzt hier ein bisschen Karte abklappern, würde ich sagen. Zumindest mal gucken, wo wir denn sowas finden. Ich würde das gerne auf so einer Minimap haben, dann müsste ich nicht immer die Karte öffnen. Ich denke mal da oben vielleicht. Ne, da hinten. Ah, da können wir jetzt auch rein. Perfekt. Das hätten wir vorher auch gar nicht machen können. Oh, hier gibt es richtig viel. Oh, geil. Oh, oh. Gut, das war doof. Nice. Das ist schon mal gut. Man kann auch irgendwie mal Sachen markieren, ne? Was ist das hier eigentlich? Habe ich keine Ahnung. Obwohl, das steht ja links, Goldbot. Okay, keine Ahnung. Man kann die Sachen ja auch markieren. Man kann aber nur eine Sache markieren. Markiere ich mal den Goldbot und dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Also bevor wir da hätten weitergehen, unser Raumschiff holen und dann wahrscheinlich sogar zum nächsten Planeten reisen. Versuchen wir jetzt hier noch ein bisschen Sachen zu sammeln in der Folge. Mal gucken, was wir so hinbekommen. Und da können wir auch schon mal durch. Waren wir da generell schon? Glaub nicht, ne? Dann gehen wir kurz hier weiter. Mal ganz kurz abseits vom Ziel. Wow, wie cool. Was ist denn das? Ist das so ein Hotel? Also da sind das alles so Fenster von einzelnen Räumen oder so?
Mucke ist geil. Von diesem Club. Okay. Hier ist aber sonst nichts. Oh, hier ist eine Tankstelle. Oder? Ja, ich würde sagen, es ist eine Tankstelle. Da können wir noch weiter. Wo kommen wir hier hin? Waren wir hier schon? Ich glaube schon. Ja, hier waren wir doch vorhin, oder? Ja, genau. Hier sind wir dann so weitergekommen. Habe ich denn hier irgendwas verpasst? Nee. Dann können wir wieder zurück. Hier wurde uns das mit dem Sprung oder diesem Dodge beigebracht. Habe ich mich gar nicht so richtig umgesehen. Das habe ich gar nicht so erkannt. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Aber ich finde sowieso die Optik von dem ganzen Spiel mega cool bisher. Ich freue mich schon richtig auf andere Planeten und wie das dann so aussieht. Wenn das in der ersten Folge, wenn das so ein bisschen so ein Teaser war von das, was noch so kommen wird, naja, mit den ganzen Planeten, dann mega geil. So, da hoch müssen wir. Wie schaffen wir das denn? Ist halt wie immer die Frage, können wir das überhaupt schon? Das ist ja so ein bisschen auch Metroidvania-Style, Ratchet & Clank, dass man manchmal später irgendwelche Sachen bekommt und dann später erst da wieder hin kann, ne? Aber so wie diesen Dodge oder sowas haben wir jetzt erst bekommen. Aber das verstehe ich noch nicht. Ich glaube, wir müssen von hier oben dahin. Aber heißt das, wir waren da noch gar nicht? Dann machen wir doch erst den Kram. Gehen wir jetzt erstmal dahin. Ah ja, jetzt nochmal im Club. Und da waren wir auch noch nicht so lange. Ich dachte, wir müssten da viel länger was machen. Aber wir wurden recht schnell wieder rausgelotst. Ist ja tote Hose, was ist denn hier los? Alter, wie mein Controller vibriert hier. Wegen dem Bass. Ja, guck mal, das hätte ich. Hätte ich auch sofort mitnehmen können, das habe ich aber einfach übersehen, genauso wie das wahrscheinlich. Da war ich ein bisschen blind unterwegs. Ah, hier habe ich gesagt, ich wollte gern hier oben mal hin. Aber hier rutscht man dann direkt runter und ist klar, da hat sich das auch schon erledigt. Oh, falsche Taste. Ui, das war knapp. Wieso habe ich das im Kopf gehabt, dass X das wäre? X ist schlagen. Gibt es vielleicht irgendein Spiel, wo man das mit X macht? So Tomb Raider oder so, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so, als hätte ich das vor kurzem gespielt. Aber manchmal ist Muscle Brain ja auch weird. So, hier gibt es noch mehr. Ist das hier oben? Ne, das ist da hinten. Ah, da ist... Da ist der... Ne, warte mal, das ist aber nicht der, ne? Das sind zwei. Ah, guck mal. Ne, da komme ich nicht hin, oder was? Kann ich den nicht greifen? Darunter wohl auch nicht. Wieso kann ich denn das Portal nicht nutzen von hier aus? Das finde ich jetzt schade. Mal ganz kurz schauen, ob ich irgendwo einen Weg finde. Müsste ja eigentlich. Irgendwo müsste ja ein Weg sein. Vielleicht von da oben. Oh, wenn ich das hier mache. Nice. Ich liebe die Dinger. Perfekt. So, was ist das für ein Teil? Wofür brauchen wir das? Sammle Goldbolts, um Belohnung freizuschalten. Sieh die Belohnung im Menü an. Sammle die Objekte. Du hast ein Goldbolt gefunden. Jeder gewährt jetzt Zugriff auf eine einzigartige Belohnung oder einen Sheet. Ah. Okay, Schlüsseldesigns. Standard, Rebell, GeForce, Ödland, aber wo sehe ich denn, welchen ich ausgewählt habe? Also rechts sieht man eine Übersicht vielleicht. Ödland, Kaugummi, Gold. Standard, was ist denn der Standard-Skin? Keine Ahnung. Sagen wir mal, Rebell ist der blaue, dann GeForce der rote, Ödland der... Nee, das passt nicht. Gold müsste ja der gelbe sein. Und dann sind wir auch schon am Ende. Der ganz rechts, der sieht geil aus. Aber welchen habe ich denn jetzt? Ich glaube, ich habe den sogar. Ja, bleiben wir bei dem. Passt.
Bin ich zufrieden mit. Okay, da müssen wir jetzt hin. Ist immer interessant, wie sich die Portale dann auch verschieben. Man weiß vorher nicht, wo man hinkommt. Aber geil. Ja, auch immer so ein bisschen Rätsel raten, wie man an solche Locations kommt. Aber da wissen wir schon, das andere Goldding wird ähnlich schwer zu erreichen sein. Also wahrscheinlich auch durch so ein Portal oder sowas, nichts Offensichtliches. Und das hier ist eine Dimensionsfalte. Eine Dimensionsfalte? Das ist jetzt nicht so ein Ding gewesen wie das da gerade. Das ist schon irgendwas Besonderes. Ist das dieses... Nee, dieser Baum ist es nicht, ne? Oder? Nee, da ist was anderes tatsächlich. Okay, das ist dieses lila Ding. So, kommt von hier aus dahin. Sehe ich irgendwo ein Portal? Also eigentlich müsste ich von hier aus ja dahin kommen. Ja, kann ich auch easy. Okay. Einfach hier lang laufen. Und dann sind wir auch schon da. Warte mal, wo ist denn dieses Kristallding dann? Hä, das ist dieser Goldbolt. Ist der über uns? Na egal, gucken wir uns das mal eben an. Was? Hier sind also die Paradeballons gelandet. Wer betritt die verborgene Dimensionsfalte? Hä, wie nice. Offenbar muss ich hüpfen. Titanium. Okay, keine Karte. Oh mein Gott. Kann ich höher springen? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, das wird richtig hart. Jetzt muss ich meine Jumping-Skills beweisen, die ich nicht besitze. Ich spiele auch kein Only ab hier. Junge, schieß mich nicht ab. Dann schieße ich dich halt ab. Okay, wie komme ich da hin? Auf die Hand? Alles klar. Auf Big AI, Clank und Quark. Was? Okay. Habe ich irgendwas Tolles gemacht anscheinend. Bye bye. So, haben es geschafft. Lang ein Rüstungsteil. Alter, ich krieg so viel Erfolge. Wie mache ich das? Rüstung. Lange ein Rüstungsteil. Haben wir das Ding gerade bekommen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das wurde gerade aufgeploppt. Gesammelt. Nicht gesammelt. Ja, alles klar. Wir können uns jetzt rein theoretisch auch so stylen. Warte mal. War das hier eigentlich... Ist das seine normale Kleidung? Nee, oder? Wie kann man nochmal einen Satz ausrüsten mit Y? Ich glaube, ich möchte aber wieder zu meinem... zu diesem Set. Ich fand das ganz hübsch. Das behalten wir auch. Alles klar. Und tschüss. Okay, da geht's weiter. Mal checken. Was ist das jetzt? Da gibt es irgendwas. Kann man da reinschießen? Oder muss ich da gar nicht weiter? Oder muss ich jetzt runtergleiten? Ich versuche da jetzt erstmal reinzuschießen, das blaue Ding hier. Nee, das ist nix. Echt? Soll ich da einfach runtergleiten? Okay, es klappt. Oh, oh. Das ist halt verdammt richtig cool, dass das hier so ohne Probleme klappt, ne? Ohne irgendwie einen kurzen Ladebalken oder sowas. Einfach sneaky peeky durch die Portale. Das gefällt mir. Okay, damit haben wir doch... Nee, gar nicht. Den Goldbolt haben wir noch gar nicht geschafft. Wie gesagt, da müsste ich wahrscheinlich sogar von hier oben kommen. Da waren wir mittlerweile sogar. Ist mir gar nicht aufgefallen. Der ist da oben.
Wie gesagt, da müssen wir jetzt erstmal einen Weg nach oben finden. Mal gucken, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Das fände ich nicht schlecht. Ansonsten wird die Folge halt ein paar Minuten länger. Keine Ahnung, wie lang die jetzt ist. Ich werde jetzt noch keinen Cut setzen. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Da können wir nämlich jetzt lang. Das konnten wir vorher nicht. Als wir hier das erste Mal waren, da hatte ich ja solche Sachen auch schon gesehen. Aber jetzt können wir es nutzen. Perfekt. Reiter nehmen 3 Stück. Und da hinten haben wir gleich noch einen Goldbund mehr. Perfekt. Erstmal ein bisschen rumjonglieren. Und dann irgendwo in den nicht vorhandenen Rucksack stecken. So, damit haben wir jetzt auch direkt was Neues freigeschaltet. Oder wie läuft das jetzt? Sammelobjekte. Schlüsseldesigns Bolt-Ersatz. Bolt-Ersatz? Ach was. Man kann die jetzt also umändern in andere Sachen. Okay, ich weiß nicht, was das rechts ist. Diese goldene Münze, die sagt mir jetzt gerade echt gar nichts. Diesen Energy Drink Overcharge, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Dann haben wir Rubies und blaue Orbs. Keine Ahnung. Also Rubies, ja klar, von Zelda. Blaue Orbs sagen mir leider auch nichts. Mann, da bin ich aber halt komplett raus. Kommt Spyro? Nee, warte mal. Kommen Rubies bei Spyro auch vor? Ich wollte das irgendwie an Spyro denken, aber... Charge, wo kommt das denn her? Ah, keine Ahnung. Falls ihr das wisst, gerne reinschreiben. Münzen, Kugeln, Rubine, Overcharge. Ich lasse das, glaube ich, beim Standard. Aber ich finde es trotzdem cool, dass man es ändern kann. Ist lustig. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wovon das alles kommt. Ich will sagen, Rubies kommt vielleicht von Zelda, aber vielleicht kommt Insomniac Games. Vielleicht haben die auch Spyro the Dragon gemacht und bei Spyro gab es vielleicht Rubine. Aber es ist schon so lange her, dass ich Spyro gespielt habe, dass ich das ehrlich gesagt nicht mehr weiß. Ist das richtig hier, was ich tue? Geh davon aus, ne? Ist okay, was ich hier mache. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem Raumschiff und gucken mal, wie es da weitergeht.